da, hi! Ah, alle sind da, die Familie ist da. Jetzt sind wir etwas über 60, 65 und noch einige außen vor, die sich für Sie mehr interessieren. Also da ist ein enormer Wachstum da, würde ich sagen. Wobei Quantität nicht entscheidend ist, sondern vielmehr die Qualität. Und das Besondere an CMA, was mir besonders gefällt, ist, dass es Menschen sind, die Jesus Christus lieb haben, aber jeder ist ein total anderer Chaot. Ja? Also wir sind ein Haufen Chaoten letztlich. Jeder hat eine ganz besondere Art und jeder ist auf seine ganz besondere Art wichtig. Mama. Und das ist eigentlich das, was uns eint. Wir haben alle diesen Herrn Jesus Christus lieb, weil wir ihn spüren in unserem Leben, weil er halt für uns letztlich das Leben ist. Und wir haben einen Auftrag, wir wollen von dem erzählen, was dieser Jesus in unserem Herzen verändert hat. Über die ganzen Jahre hinweg. Und ihr wart ja nicht schon Christen, bevor ihr zu CMA gekommen seid. Und das finde ich einfach toll, diese verschiedene Art dessen, wie man Christ sein, wie man Nachfolge, diesem Jesus hinterherzugehen, wie man das ausleben kann. Und da finde ich, ist CMA ein unheimlich gutes Tool, ein unheimlich gutes Werkzeug, das zu erleben. Ich sehe meine Aufgabe darin, rauszufahren, auch in Motorradclubs zu fahren. Und einfach, wenn wer es wissen will, ich spreche wieder bei einem auf, einfach von Jesus Christus erzählen, was der in meinem Leben für mich gemacht hat. Und er hat einiges gemacht. Und das ist meine Mission. Ich möchte einfach den Leuten einfach ganz was anderes erzählen lassen. Ich wollte es nur mal angucken. Und ich weiß mal, ich habe von Anfang bis Ende gegrinst, weil ich gedacht habe, was geht hier ab? Das ist ja wie eine Familie, das ist ja wie eine Großfamilie. Ich konnte mich gar nicht mehr einklinken. Ich habe erst nicht reingegrinst, wie eine Familie. Ja, und jetzt darf ich es miterleben, ist einfach genial. Gott gebührt alle Ehre. Ja, zuerst mal schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist. Ich will mich an erster Stelle bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken für die wahnsinnig tolle Unterstützung, für die Gebete, die Gott erhört hat. Eigentlich musste ich jetzt nur 6 Wochen in Gießen liegen, gehe aber in 3 Wochen zur Reha nach Bad Salzungen. Und ganz herzlich möchte ich mich auch bei der Familie CMA bedanken. Ich habe wirklich gemerkt, es ist Familie. Ich habe Besuch gehabt von Leuten, die ich eigentlich vorher gar nicht kannte. Als ich in Bad Endbach war, das war halt für die Herzfeld auch echt weit, habe ich trotzdem keinen Besuch gehabt. Vielen Dank. Danke. Ja. Dafür ist es wirklich ein Wunder, Gabi, dass du heute hier stehst, so schnell. Und ich muss dir echt sagen, du bist echt eine starke Frau und Gott lebt in dir. Das merkt man einfach. Definitiv. Bravo, bravo. Tim, bist du da? Ja. Gott segne dich. Super. Handy verbunden. So, ja, wir kommen heute am 17. September 2016 hier beim CMA bei der Ausfahrt, voll fröhlich. Hey!
Ja! Mittlerweile nehmen die Bikerfreunde Osthessen zum dritten oder bereits vierten Mal an dieser Form des Motorradgottesdienstes in Bad Hersfeld teil. Was uns daran begeistert? Ganz einfach. Die Nähe zu Gott. Die Fröhlichkeit, die Stimmung und die Gemeinschaft. Hier ist jeder willkommen und das spürt man auch. Hier wird geholfen. Egal wann, egal wo. Wir wünschen uns noch viele Ausflüge mit diesen tollen Bikern. Jeder ist einzigartig und besonders. Viel Spaß mit den weiteren Bildern in der feuchten Kurve im Kreis Hersfeld-Rotenburg in Fulda. Ja, und bei Breitenbach am Herzberg haben wir jetzt mal eine kleine Pause eingelegt hier, dem Wetter geschuldet. Und das setzt die Meute wieder in Bewegung. Ja, dann kämpfen wir uns weiter durch den Dauerregen hier. Einige sind schon ziemlich nass, bis auf die Unterhose. Uns nichts aus, denn wir sind Kerle und Kerlinnen. So hat der Ralf heute gesagt. Wir wurden nicht aus Zucker. So, hier sind die Biker. Yay! Alle noch dabei. Wo ist das Ende? Ah, da hinten. So, jetzt will ich erstmal mein Ding hier zumachen. So. Shopper. Mit der Deutschlandflagge. Seht's euch an. Rider. Rider! Yay! Und der Manuel verpasst alles. Der arme Kerl. Ja, auf geil. Das Leben ist richtig. Yay. Okay, okay, ich bin dahinter. Yeah. Guckt euch an, der Hardcore-Biker. Yeah! Ja, und wieder Richtung Werder. Da ist die Meute. Guckt euch an. Ja, vor zwei Tagen wurde hier die Bundesstraße 27, die Ortsumgehung, der zweite Bauabschnitt, eröffnet. Zwischen Sieglos und Oberhauen. Wir fahren das Stück jetzt einfach mal auch bei diesem Wetter entlang. Mal gucken, wie es im Nassen ist. So, und da haben wir Hersfeld wieder erreicht. So, wo bleiben sie? Jojo, schon heiß? Ja, die Würstchen sind am Anbraten. Juhu! Naja, ich habe mich so dazwischen reingemogelt. Aber der erste Teil, ja. Warum sind die anderen vorbeigefahren? Ja, die kommen. Na klar. Ja. Das ist eine Kamera, da kannst du mal reinwinken. Sag mal hallo. Hallo. Wie heißt du? Der Oskar ist das. Ich bin der Verbindung Axel. Zur Sonnensteuerung. Haben wir das auch drauf. Gut. Ja, Charlie, hast du uns wieder hergeführt? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest hier? Ja, der Lothar. Macht er noch eine Ehrenrunde? Wippershain, hä? War ja angepasst. Da kommt der Rest. Da kommt der Rest. Oskar! Yo, yo. Jo, jo. Ja! Yay!